geht es weiter mit neu im Katalog, beziehungsweise auch neu bei Pearl TV. Und Sie sehen es ja gleich auf den ersten Blick, um was es geht, um ein Bügeleisen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, oh, haben die bei Pearl TV jetzt auch endlich mal ein Bügeleisen? Das habe ich schon seit 50 Jahren bei mir im Betrieb. Nein, so ein Bügeleisen mit Sicherheit nicht, weil ich bügel ja meine Hemden und meine Poloshirts und Ähnliches, was halt gebügelt werden muss, auch selber. Aber da kommt man oftmals an seine Grenzen. Und diese Grenzen werden mit diesem Bügeleisen eigentlich ja, weggeschrieben. Und von welchen Grenzen ich spreche und welche man nicht mehr hat, das wird uns jetzt Danny erklären. Ja, das hast du schön gemacht. Und ich bin schon gespannt, dich zu sehen beim Bügeln. Denn ich finde es genial, wenn ein Mann auch sein eigenes Hemd bügeln kann. Weil es jetzt hiermit aber noch leichter wird, werden sie ihre Hemden auch noch gerne zu Hause selber bügeln. Also natürlich haben wir die Möglichkeit, mit einem Kabel zu arbeiten, weil wir haben hier diesen Sockel, da ist das Kabel befestigt. Man kann es aber schwuppdiwupps einfach abnehmen und dann arbeitet man eben ohne Kabel. Aber bevor wir das zeigen, aktiv damit werden, möchte ich Ihnen erstmal dieses wunderschöne, ich sage jetzt einfach mal Werkzeug erklären, weil es ist einfach auch ein Genuss, das in der Hand zu halten. Wir haben eine richtig schöne Beschichtung, man sieht es nur so ein bisschen bläulich, wie das schimmert. Ja, es ist eine Keramikbeschichtung, also feinster Top-Standard. Wir haben hier, wie Sie dieses Dampf... Ja, dieser Dampfdruck, der ist richtig hoch. Das kennt man aus Reinigung, dieses Geräusch. Und das war nicht volle Pulle. Das war jetzt volle Pulle. Ne? Ich kenne es immer aus Reinigung. Dann weißt du, die sind wieder am Schaffen. Ne? Man hat hier wirklich ein schönes Bügeleisen in der Hand. Toll ergonomisch im Griff. Hier ist natürlich zu einfüllen. Da hat man auch einen Deckel dazu. Finde ich auch wichtig, dass man mal hier weiß, es ist drin und kommt nicht mehr raus. Es ist wirklich auch tropfsicher dann. Hier haben Sie die zwei Tasten. Einmal fürs Dampfen, einmal auch zum Sprühen. Hier die Funktion. Dann, was auch genial ist, wir können das Ganze auch hier selbst reinigen. Dann nimmt man das hier raus und dann passiert dieser Reinigungsprozess. Ne? Also super an alles gedacht. Wir haben hier natürlich auch einen schönen großen Tank, den sehen Sie ja auch ein. Und man sieht, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, hier steht auch Antikalk. Also es ist wunderbar, auch direkt mit einer Antikalk-Funktion innen drin im Tank versehen. Eine Autostopp-Funktion, das heißt, wenn man es hinstellt, 30 Sekunden, schaltet es sich dann auch alleine ab. Also wenn Sie es vergessen und Sie das Telefon klingelt, es ist nicht schlimm, wie bei den alten Bügeleisen, dann auf einmal hat es geglüht und geglüht und geglüht. Wenn es umgefallen ist, Probleme, wir kennen das. Dieses hier schaltet sich einfach ab. Also Sie müssen sich da nicht sorgen. Es ist wirklich richtig schön im Gebrauch. Eine Antitropf-Funktion haben wir auch. Natürlich auch hier den Regler, dass man auch alle Möglichkeiten hat, alle Temperaturen einzuschalten. Hier, ob es jetzt tatsächlich für Seide, Wolle, Baumwolle, Synthetik etc. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen. Ich greife mal um. Hier sehen Sie den Regler, da einfach schön zu regeln. Und alle diese Knöpfe sind auch richtig schön gummiert. Also das ist alles schön hochwertig von der Haptik, fasst sich genial, richtig toll an. Also das ist auch mein neues Bügeleisen, muss ich gestehen. Ich bügel nicht gerne und wer kennt es nicht, wenn man dann bügeln muss. Und dann hat man immer dieses störende Kabel und ist dadurch begrenzt, ne? Gerade so in Ärmeln. Und man muss mal gucken, dass man nicht aufs Kabel kommt. Ja, das Problem haben wir ja jetzt nicht mehr, weil wir bügeln einfach ohne Kabel. Ja, und das ist eine unglaubliche Erleichterung. Also ich bügele ja auch oft und sowas ist natürlich ein herkömmliches Bügeleisen, wie Sie es vielleicht auch haben, aber die Kabellänge, die dürfte so ziemlich überall ähnlich sein, hier 1,50 Meter. Und wenn ich jetzt bügeln will und habe es da unten in der Steckdose, wissen Sie, komme ich da an meine Grenzen. Da muss ich irgendwie rumschieben. Ich kenne das selber vom ja, fast täglichen, naja, wöchentlichen Bügeln bei mir. Aber das ist jetzt eben das Tolle. Hier brauchen wir das nicht. Wir nehmen das einmal raus, das ist auch schnell aufgeladen und jetzt habe ich es immer griffbereit. Mhm. Und jetzt du hast gesagt, bügel. Jetzt werden sich die Hausfrauen wahrscheinlich die Haare raufen. Wie bügelt denn der? Aber so habe ich es beigebracht. Premiere. Bekommen einmal von meiner Mutter und einmal bei der Bundeswehr. Ach so. Ich war noch bei der Bundeswehr in der Eisbergkaserne in Nagold. Ja? So, aber jetzt schauen Sie mal, jetzt habe ich die Freiheit. Ich kann sogar aus dem Bild rausrennen, wenn ich möchte, weil ich habe kein Kabel mehr. Und das ist natürlich genial. Also mir hat man übrigens immer mal beigebracht, am Kragen beginnen. Also machen wir mal als erstes den Kragen. Und schauen Sie mal, auch das hier, das ist eine Bewegung, die kann ich mit meinem normalen Bügeleisen überhaupt nicht machen. Und jetzt setze ich um, dann setze ich das Bügeleisen einfach wieder kurz hier auf den Sockel. Sie sehen, das ist problemlos. Als nächstes hat man mir beigebracht, kommt die Knopfleiste. Aha, sehr gut. Also, so kann ich jetzt weiter bügeln. Und
ich liebe diese Freiheit. Du hast keine Eingrenzung mehr. Das finde ich der Wahnsinn. Und ich muss jetzt mal auf den Preis schauen. Meiner Meinung nach ist das ein Preis von einem ganz normalen Dampfbügeleisen. Ja? Also stimmt. Der Wahnsinn. Für mich ein absoluter Hit. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon Fan. Und Sie werden es hoffentlich auch und sind schnell, weil die Nachfrage ist schon riesengroß. Sag mal, so macht Bügeln Spaß. Ja, und ich bin auch schon, also ich liebe diese Show auch schon, weil es ist jetzt hier Herr Jansens Bügelshow. Ich finde es genial, unsere TV-Premiere hier. Und der Herr Jansen kann es, ganz ehrlich. Naja. Damit wird es noch leichter, weil wie du gesagt hast, ne, einfach mal andersrum halten, drehen oder in einer Hose. Man hat immer normalerweise die Begrenzung dieses Kabels. Oder zum Beispiel, jetzt schauen Sie mal, ich gehe jetzt mal an unsere Vorhänge, weil ich habe mir die angeguckt, da sind tatsächlich Falten drin. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann es jetzt einfach auch wie so ein Dampfbügeleisen nutzen, so ein Steam-Gerät, sagt man ja auf Neudeutsch. Und jetzt steam ich mir einfach das raus. Und schauen Sie mal, die Falte, die gerade da war, ist jetzt schwuppdiwupps verschwunden. Also komplett mobil, agil. Man kommt sogar an die Vorhänge, man muss sie nicht mal abnehmen. Und das ist doch wirklich das Feine. Ne? Also man hat ein reguläres, wunderbar tolles Bügeleisen. Richtig schönen starken Dampf, so wie man es aus der Reinigung kämpft. Und dann ist man kennt. Und dann ist man kabellos unterwegs. Wenn man dann fertig ist oder hier wieder aufladen möchte, stellt man es eben kurz wieder auf den Sockel und dann lässt es wieder schön aufladen. Ist genial. Sorry, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber diese Keramik hier. Das gefällt mir. Schau mal, das bügelt ja von allein. Wow. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Also kennen Sie das? Also ich glaube, die meisten machen so. Aber schauen Sie mal, das rutscht übers ganze Hemd. Also ich bin jetzt schon Fan von diesem Bügeleisen. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal in der Hand. Ich habe euch schwärmen gehört hier in der ganzen Firma. Aber ich finde das der Wahnsinn. Und jetzt jedes Mal beim Umsetzen einfach kurz auf die Station drauf. Dann wird es in 30 Sekunden wieder in voller Hitze, voller Montur. Und Sie wissen das selber. Man muss halt gerade bei Hemden oder bei Blusen öfter mal umsetzen, aber das ist jetzt für mich kein Problem mehr. Hier komme ich normalerweise bei mir zu Hause immer nicht an die Grenzen, weil das Kabel zu kurz ist. Ja? Hier habe ich kein Kabel. Es ist der absolute Wahnsinn. Also wenn Sie jetzt sagen, der Ralf, der bügelt zwar wie der erste Mensch, aber er hat Spaß dabei, haben Sie auch recht. Ja? Also ich bin kein Bügelmeister, ich bemühe mich. Im Zeugnis würde stehen, war stets bemüht, aber mit diesem Gerät macht es jetzt richtig Spaß. Das muss ich dir sagen. Nee, also ich finde, du hast jetzt wirklich viele Punkte bei mir gewonnen, weil der Herr Jansen sagt nicht nur, der macht es auch einfach. Ja? Und Sie sehen, wie man da mobil, agil ist und hier auch noch tatsächlich die Falten im Nu aus dem Hemd bekommt. Ich gehe jetzt mal hinten nochmal an den Vorhang, weil ich habe da noch ein paar Falten gesehen. Ich möchte Ihnen wirklich zeigen, wie mobil man ist und das ist doch das Schöne. Man will nicht so begrenzt sein und dann kann man auch hier einfach die Falten rausnehmen und das ist doch genau das. Also man muss den Vorhang ja nicht mehr abhängen, wissen Sie, deshalb spart man ja einiges an Zeit. Ne? Ich kenne das. Ich habe auch gerade eingekauft. Und ich dachte mir, nee, den wasche ich jetzt mal nicht. Ich hänge einfach hin. Aber die Knitterfalten, dachte ich mir, jetzt mussten die eigentlich doch abhängen. Kannst du auch waschen. Ne? Also das ist wirklich so eine Erleichterung im Alltag. Und wie man dann auch sieht, so gerade bei den Hemden. Ich habe auch eine Jeanshose dabei. Wenn man da auch rein in die Hose möchte oder in den Ärmel rein. Das war alles mit diesem Kabel immer lästig. Oder man ist genau so am Ende. Das ist wie beim kabelgebundenen Staubsauger auch. Genau da, wo man hin will, da hört es dann auch auf. Ne? Ja. Weißt du, wo ich jetzt noch einen riesen Vorteil sehe? Auch an hängenden Sachen. Man kann Bläser mal aufdampfen. Ja? Weil gerade die Herren kennen das, wenn man mal einen Bläser anhat, ins Auto sitzt, hat man hinten diese Falten. Das sieht nie sehr elegant aus. Einfach mal aufdämpfen. Mäntel oder ähnliches auch. Und nochmal, diese Handhabung hier, ohne Reichweitenbegrenzung, weil kein Kabel da, die ist für mich phänomenal. Also ich bin ein Fan. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich hab's noch nicht, aber ja, da können Sie auch Ihrem Mann mal das Bügeln beibringen. Ich glaube, wenn es so viel Spaß macht, werden die da auch mal gerne bügeln. Und Sie, meine Damen, wenn Sie noch alleine bügeln zu Hause, ein klein wenig entlasten. Es macht Spaß, Tropfschutz, alles dabei, keramikbeschichtete vorne diese Platte. Es ist kabellos, wenn Sie das wünschen. Natürlich könnte ich auch jederzeit mit Kabel bügeln. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, auch das kann ich, aber hier grenzt mich jetzt nicht ein. Aber im Normalfall, und das passiert ja hier drüben, komme ich an die Kabelgrenzen, dann zieht's. Ja? Also, lasse ich das Kabel einfach hier und gebe mir die Freiheit, die ich brauche und kann sogar noch einen Meter weiter drüben bügeln, wo immer ich will. Ich liebe es jetzt schon. Und Danny hat mir vor der Sendung gesagt, dass er zu Hause sehr viel bügelt. Ja? Und sag mal, hast du so ein Bügeleisen schon mal in Verwendung gehabt? Nee, also ich bin fast schon hier beeindruckt, weil ich kenne nur diese krassen Dampfgeräusche oder auch diese Stärke an Dampf. Entweder aus Reinigungen tatsächlich, da hört man das ja auch immer, dieses. Ne? Gucken Sie mal, wie weit dieser Dampf tatsächlich
das ist ein Meter weit, ja, fliegt der. Oder eben, ich komme ja aus der Mode, da haben die Stylisten immer so ein Dampfreinigungsgerät mit einem, mit so Rollentank dabei, mit einem Schlauch. Und dann haben die auch so eine leistungsstarke Dämpfung irgendwie aus diesem Gerät gehabt. Also es ist wirklich für mich gerade beeindruckend, was dieses Bügeleisen kann. Und ich kann es natürlich immer wieder einfach abnehmen. Ich gehe wieder zu meinem Vorhang. Ich sehe hier noch ein paar Falten. Die mache ich mir dann einfach hier mit der Dampffunktion weg. Und ich freue mich, dass auch jetzt schon so viele Leute zugreifen. Ja, unter anderem Beate. Und ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Danny, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Das ist wie Schiffe versenken. Schauen Sie mal. Das Bügeleisen macht alles von allein. Gucken Sie mal hier. Ich brauche es nur noch zurückholen. Also das ist phänomenal. Und es läuft unglaublich. Schauen Sie mal. Also jeder, der bügelt, weiß, wie normalerweise ist es halt ein bisschen kraftaufwendig auch. Aber hier, das macht alles von ganz allein. Geht natürlich auch in die Knopfleisten perfekt rein. Sie sehen durch diese kleine Öffnung selbstverständlich. Und schauen Sie sich nochmal diese Unterseite an. Keramik beschichtet. Und dann das mit dem Dampf noch. Das ist der Wunder. Das ist wunderbar. Und Dampfbügeln, also bevor es Dampfbügeleisen gab, habe ich mich immer geweigert. Das habe ich auch mal mitgekriegt, zu bügeln, weil ich wurde nicht fertig. Dampfbügeleisen waren natürlich ein Riesenschritt. Und wie wichtig die heutzutage sind, das hat natürlich auch oder viele Fachpressen entdeckt. Und da gibt es auch Artikel drüber. Schauen wir uns mal einen an. Vorteile der Dampfbügeleisen. Es wird zwischen dem Trockelbügeln und Dampfbügeln unterschieden. Die Verwendung eines Dampfbügeleisens bietet verschiedene Vorteile. Moderne Dampfbügeleisen sind absolute Kraftpakete. Durch den Wasserdampf muss weniger Druck ausgeübt werden, sodass das Bügeln sehr viel leichter fällt und schneller erledigt ist. Sie sparen Zeit und Arbeit und schonen gleichzeitig noch Textilien. Der heiße Wasserdampf dringt tief in das Gewebe der Wäsche ein, sodass selbst stark geknitterte und dicke Kleidungsstücke sorgfältig geklettet werden. Ich glaube, jemand, der regelmäßig mit Dampfbügeleisen bügelt, hätten wir das jetzt nicht zeigen müssen, aber es soll natürlich nochmal die Vorteile hier deutlich machen. Ich liebe es jetzt schon, Sie werden es lieben lernen, sobald Sie es zu Hause haben. Und ich behaupte jetzt einfach nochmal, ein ganz normales Dampfbügeleisen ohne diese Kabellos-Technik kostet schon 28,49 Euro. Hier haben wir diese Technik in wenigen Sekunden aufgeheizt und die Freiheit, kabellos zu bügeln, wo immer Sie es möchten. Hier haben wir übrigens eine unverbindliche Preisempfehlung von 60 Euro. Umso mehr bin ich verwundert, mehr als 50% nochmal gespart. Und Danny, macht das auch richtig Spaß. Ja, oder? Ich bin wirklich beeindruckt von der Kraft, auch dieser Dampfausstoß. Ja. Es ist für mich immer noch sehr beeindruckend, dass unter 30 Euro für so ein wirklich innovatives, kabelloses Bügeleisen, das wollen Sie, glauben Sie mir, nicht mehr missen. Und ich möchte es auch nicht mal aus der Hand geben. Ich glaube, ich werde es heute einfach mitschmuggeln, sozusagen. Sagen Sie es keinem weiter. Aber es ist eine Freude, damit zu arbeiten. Und das wollen wir doch. Wir wollen den Haushalt gerne machen und nicht, jetzt habe ich schon wieder bügeln vor mir. Nee, wissen Sie was? Hiermit macht man es gerne, weil es eben auch diese Keramikoberfläche, das gleitet von alleine. Und dann entscheide ich halt mich für den Vorhang, der noch ein bisschen knittrig ist, dann mache ich eben den Vorhang eben mal, weil ich gerade so als Frau halt mal spontan sein möchte. Und dann eben, why not? Dann mache ich das eben. Ne? Also genial. So vielseitig einsetzbar. Und das kabellos. Ja, es ist wirklich ein Wunderwerk. Ich bin gerade echt am Staunen und Stutzen. Und Bügel gehört ja einfach dazu, weil man sieht gepflegt aus, das Zuhause sieht gepflegt aus. Ne? Sie können ja damit das wie ein Dampfbügeleisen mobil agieren und gerade da, wo es schwierig wird, in den Ärmel rein oder ins Hosenbein rein, wo man dann gerade vielleicht auch zu kurz das Kabel ist. Endlich macht Bügeln Spaß. Ich hätte es nie gedacht, muss ich Ihnen sagen. Und zeig mal dein Hemd. Jetzt machen wir mal den Hemdtest beim Herrn Jansen. So ein schöner gebügelter Stoff, der trägt sich natürlich auch noch viel leichter. Und er sieht auch noch gut aus. Zeig mal. Ja, ja, ja. Das möchte ich mir erstmal angucken. Das ist Qualitätskontrolle. Sieht ja übrigens auch noch besser aus wegen den Karos. Aber es geht also wirklich einwandfrei. Das ich bin Fan davon. Komm, ich hole mal noch eine Bluse. Warum guck mal, nicht? Sogar hier oder da ist noch ein Hemd. Perfekt gemacht. Also Prädikat besonders sehr wertvoll, gut, muss ich sagen. So, jetzt ne? muss ich hier, ich habe hier nur einen anderen Stoff, das heißt, ich muss ganz die Temperatur toll. Ein klein wenig runter machen, aber ich das ist natürlich Herr auch Jansen. Schön. Ne, ist doch einfach, also wenn man das richtige Werkzeug hat, dann geht es alles wie von selbst und das ist das richtige Werkzeug, auch für Sie. Also von mir gibt es 2 Daumen hoch, ich würde es jetzt gleich machen, aber ich bin ja gerade beschäftigt. So, jetzt muss ich nur die Temperatur nachstellen, wir gehen hier ein bisschen runter mit der Temperatur, weil ich empfindlicheres Gewebe habe und jetzt schnappen wir es wieder.
wieder und weiter geht die Reise. Wir beginnen wieder beim Kragen. Also mir macht das richtig Spaß. Ah, du, ich würde auch gerne so die Knitterfältchen am Morgen bei mir rauskriegen, wie ich sie gerade aus meiner Hose rausbekomme. Aber das ist nur ein kleiner Witz am Rande. Hiermit macht es wirklich richtig Spaß, muss ich sagen. Und egal welcher Stoff, ich habe jetzt hier so einen dicken Jeansstoff genommen, auch das ist im Nu wirklich richtig schön. Zack, also schön faltenlos, ja, ganz, ganz fein. Und auch dieser Dampfstoß, also da bin ich wirklich beeindruckt. Und ich kenne das aus Amerika, ne? Die sind ja, alle Geräte sind ja immer ein bisschen mehr powerful sozusagen, aber das hat schon fast wirklich amerikanische so Stärke sozusagen. Die Kraft ist wirklich fein aus diesem Dampf. Und wie Sie sehen, ich beobachte parallel auch immer das Wasser im Tank. Der leert sich nicht so schnell, also der Tank hat auch eine ordentliche Größe. Man kann ihn auch immer gut einsehen. Es ist wirklich ein schönes Gerät und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu einem Bügeleisen sage. Weil Bügeln waren wie so meine Lieblings-Betätigung. Das ist genau so. Man denkt ja, man kennt schon alles. Jetzt sagt jemand, er hat ein neues Bügeleisen. Dann denke ich, ja, was soll ein Bügeleisen neu sein? Ist da heiß und kommt ein bisschen Dampf raus. Aber dieses Kabellose habe ich so vorher, das gibt es mit Sicherheit schon, aber ich habe es vorher noch nie gesehen. Und ich werde jetzt meins eben als Reserve in den Schrank legen und werde mir das hier holen. Weil, gucken Sie noch mal hier über jeden Stoff, das gleitet von alleine. Also, das ist ja schon fast ein Bügelroboter. Naja, ist ein bisschen übertrieben. Ein klein wenig müssen Sie schon noch selber machen, aber so einfach war Bügeln, glaube ich, noch nie. Ich bin echt fasziniert hier von dieser, also ich kann es immer nur, ich nerve Sie wahrscheinlich langsam, indem ich das sage, aber hier die Kraft dieses Dampfaufstoßes, das ist genial. Sie können es aber auch nochmal hier regeln, wie viel Dampf ausgestoßen werden soll. Hier ist halt niedrig und dann eben volle Pulle. Es ist fein, auch diese Knöpfe, die Haptik, alles schön gummiert, also es ist wirklich ein Traum von einem Bügeleisen. Aber hier diese Keramikschicht, ne, das leuchtet auch so bläulich. Das gleitet ja von alleine, der Jansen hat es schon gezeigt und damit macht es wirklich eine große Freude. Also ich bin ein Riesenfan schon jetzt. Auch beeindruckend ist, wie viel ich hier Dampf schon gesprüht und gesprüht habe. Der Tank ist immer noch halb voll bei mir. Ich habe so ein Dampfbügeleisen und da ist der Tank immer ruckzuck leer, weil es eben so kraftvoll ist. Du machst halt und so trotz Was für ein Dampf ich habe. Du machst zu viel Dampf. Ah, ich mache zu viel Dampf. Ja, wie immer. Ich muss jetzt mal eine Geschichte erzählen, eine kleine Anekdote. Und zwar bei meinen Eltern ist es ja noch so, da waren noch die klassischen Rollenbilder. Ja? Papa geht arbeiten, Mama ist zu Hause. Und Mutter hat immer die Hemden gebügelt. Und mein Vater hat immer gesagt, das ist doch halb so wild. Du brauchst doch nur hier vorne bügeln. Den Rest sieht man sowieso nicht, weil ich einen Sakko anhabe. Ja. Meine Mutter hat sie trotzdem alle gebügelt. Damals gab es auch noch keine Dampfbügeleisen. Also das war richtig harte Arbeit. Und da muss ich sagen, liebe ich sowas heute. Und man muss nicht nur vorne die Knopfleiste bügeln. Man will ja vielleicht auch mal das Sakko ausziehen. Aber hiermit, also mit dem Ergebnis, bin ich 100% zufrieden. Und ich höre gerade auch, viele Männer haben schon bestellt, unter anderem der Alfred. Alfred, schenken Sie es Ihrer Frau? Nee, ein Geschenk ist das nicht, aber oder bügeln Sie selber? Würde mich mal interessieren, dann schicken Sie uns doch ein Bild, wenn Sie bügeln mit diesem Wahnsinnsbügeleisen an die E-Mail-Adresse redaktion@pearl.tv. Und wenn Sie noch Tipps haben, wie ich besser bügeln könnte, liebe Damen, weil ich weiß, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, dürfen Sie uns auch eine E-Mail schreiben mit dem entsprechenden Hinweis. Aber ich muss ehrlich sagen, begeistert mich von vorne bis hinten. Ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal in der Hand. Das Ergebnis ist fantastisch. Die Arbeit wird um einiges erleichtert. Es ist unsere TV-Neuheit. Ich sage Ihnen auch jetzt gleich die Bestellnummer, weil die Nachfrage schon so riesengroß ist. Es ist die NX4999 und die 569. Die kabelgebundenen, die kommen in den Schrank als Reserve. Man weiß ja nie. Und das hier, das wird Ihr neues Bügeleisen. Kabellos, unabhängig, mit dieser keramikbeschichteten Sohle. Es ist für mich Bügelperfektion. Auch wenn ich an meiner Technik noch ein bisschen arbeiten muss, die Technik vom Bügeleisen, die stimmt zu 100%. Ja, es ist wirklich ein faszinierendes Gerät, muss ich auch gerade sagen. Es ist faszinierend, wie diese schöne Beschichtung es ermöglicht, dass man so über den Stoff gleitet. Auch wenn Sie trocken bügeln, warum nicht? Ne? Ich sage immer, trocken bügeln ist was für Warmduscher, aber Spaß beiseite, es kommt natürlich auf den Stoff drauf an. Ich bin fasziniert von dem Gerät, weil hier einfach kabellos da bügeln, wo der Vorhang hängt oder vielleicht auch irgendeinen Stoff, den Sie irgendwo rumliegen haben, wo Sie sagen, ich möchte jetzt nicht, das ist genial, also es ist wirklich eine tolle Erfindung, dann wieder einfach auf den Sockel setzen, kurz wieder aufladen lassen und dann ist es wirklich eine tolle Sache. Und was ich auch noch genial finde, meine Mama hat ihr Bügeleisen so oft vergessen, dann ist umgefallen, dieses riesen Loch im Hemd, das kenne ich auch.
auch. Das hier schaltet sich ab, wenn sie einfach steht und nicht im Gebrauch ist nach 30 Sekunden. Also auch an das gedacht. Anti-Tropfschutz, Anti-Kalk, selbstreinigend. Man kann hier die Dampfstärke einstellen. Man hat hier den schönen Verschluss, wenn man es eingefüllt hat. Und genau hier sieht man alles, wie viel es ist, wie viel Wasser drin ist. Und man hat auch ganz viel Wasser, irgendwie, obwohl ich schon ganz viel mit dem Dampf hier gespielt habe, habe ich immer noch einen halbvollen Tank. Also es ist wirklich fantastisch, dieser Dampfstoß, die Kraft des Dampfstoßes können Sie auch einstellen. Vorne natürlich auch hier diese Sprühfunktion, auch richtig schön fein, nicht so fette Tropfen, wie es früher mal. Also nach 8 Minuten schaltet sich das Gerät einfach ab. Das ist an alles gedacht, Anti-Tropfschutz. Aber natürlich die Nummer eins ist hier also, kabellos ich arbeiten. Ich finde, dass man nicht lange vorbereiten muss. Nach 30 Sekunden ist es heiß. Und was ich jetzt auch noch schön finde, ist diese Einstellung. Aber ich glaube, das gibt es bei allen Bügeleisen, dass man die Dampfstärke während des Bügelns einstellt. Also nicht die Stoß, sondern hier ganz einfach, was brauche ich an Dampf während des Bügelns? Und dann wird das rausgegeben. Guck mal, wenn du nicht so viel reden würdest, wären deine Vorhänge jetzt schon gerade. Ich habe gleich, das zweite Hemd gebügelt. Und okay, ich gehe schon an die Arbeit. Ja. Es ist einfach so. Haben Sie das schon mal gesehen? Ein Gegenüber, egal ob das unser Geschäftsfeld oder privat ist, und der hat ein ungebügeltes Hemd an. Ja, auch wenn nur gerade ein bisschen schief ist, dann denkt man immer, früher ein Chef von mir hat gesagt, und der war auch noch so ein bisschen älter, Klischee denken, er sieht am Hemd seiner Mitarbeiter, was die Frauen zu Hause taugen. Ja, naja, muss man heutzutage nicht mehr verstehen. Wir Männer bügeln selber, aber somit ist das Ergebnis perfekt. Meine Bluse ist fertig. Wie weit bist du? Du, mein Vorhang ist, sieht auch schon viel besser aus, finde ich. Also ich bin begeistert und ich finde auch mal hier dieses Rollenspiel, dass Herr Jansen die Hausfrau ist, auch sehr gut. Sie sehen also, wir sind sehr modern, auch bei Pearl TV. Du machst es besser als ich. Ich glaube, wir lassen das Rollenspiel, aber ich kümmere mich noch mal um meinen Vorhang. Ich bin zufrieden. Nein, ich bin ja so ein typischer Mann. Also ich weiß, dass es gemacht werden muss. Es muss geputzt werden, es muss auch gewischt werden, es muss gesaugt werden, es muss gebügelt werden. Aber das soll so einfach wie möglich passieren. Also, wenigster Aufwand, meister Ertrag. Das ist Männerdenken. Wir sind so ein bisschen pragmatisch. Sie doch auch, meine Herren, wenn Sie zuschauen. Aber dieses Bügeleisen, auch wenn Sie es jetzt nicht verschenken, vielleicht als Erweiterung für den Haushalt, so kann man das sagen, sich erwerben und Ihrer Frau zur Verfügung stellen, wird sie sich mit Sicherheit darüber freuen. Hast du jetzt gerade mitgekriegt, wie ich das umschrieben habe, ein Bügeleisen verschenken? Die Erweiterung des Haushalts und dann zur Verfügung stellen. Ja, also Bügeleisen verschenkt man nicht. Ja? Aber das macht wirklich eine unglaubliche Erleichterung. Ich bin Fan, meine Bluse ist fertig. Sie werden Fan, dessen bin ich mir auch sicher. Gehen Sie gleich ans Telefon, bestellen Sie diese TV-Neuheit mit der Bestellnummer NX4999 und der 569 für 28,49 €. Für mich also ein richtiger Quantensprung jetzt. Du, jetzt bin ich gerade so in Rage. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter bügeln. Ich hätte meine Hemden. Ich habe noch 10 Hemden rumliegen zu Hause, die ich bügeln muss. Die hätte ich heute mitbringen sollen. Ich habe noch ein paar Sachen in der Maske. Kein Problem, wenn du das so gerne machst, kannst du das weiterhin machen. Also wirklich ein feines Bügeleisen. Natürlich aber hier Akku-Bügeleisen, wirklich ganz, ganz fein, kabellos. Diese Dampfstärke ist eben auch bombastisch. Ich bin sehr beeindruckt. Und ich gucke immer nur auf meinen Tank und denke mir, der ist immer noch halb voll. Wie geht das bei dieser Kraft, bei diesem kraftvollen Ausstoß? Ja? Schaltet sich ab, hat an die Tropfenstopp-Funktion, diese Keramikbeschichtung, auch schon allein, wie gut das aussieht. Ja? Also ich habe noch nie so ein attraktives Bügeleisen gesehen, muss ich auch noch dazu sagen. Es ist einfach genau das, was man zu Hause braucht. Jetzt kommt noch ein praktischer Gedanke, der ist mir gerade eingefallen, weil du gesagt hast, Wasser leer. Mit meinem Bügeleisen, ich habe ein Dampfbügeleisen auch zu Hause, es gab so Nachfüllbecher, ja, wo man den Wasser tankt. Aber ich gehe immer mit meinem Bügeleisen zum Wasserhahn. Aber dann schleift immer das Kabel hinterher. Und wenn ich Pech habe, wird es noch nass. Hier kann ich das auch weiterhin machen, aber da kann kein Kabel nass werden. Also einfach Tank öffnen und direkt am Wasserhahn auffüllen. Auch das geht. Und das ist eben der Wahnsinn. Ja, und ich glaube, Dampfbügeleisen mittlerweile haben wir sie alle. Und das hat riesen Vorteile. Aber jetzt kabellose Dampfbügeleisen sind für mich natürlich nochmal ein Quantensprung nach vorne. Keine Begrenzung mehr, kein Kabel im Weg, weder beim Wasser nachfüllen noch beim Bügeln. Ich bin Fan. Keramikbeschichtung ist unglaublich. Und 60 € hätte ich jetzt auch für dieses Bügeleisen bezahlt. Aber Dampfbügeleisen bzw. Dampfbügeln hat natürlich wirklich unzählige Vorteile. Wir schauen uns hier in einem kleinen Artikel nochmal ein paar gemeinsam an. Vorteile eines Dampfbügeleisens.
Der Wasserdampf erleichtert das Bügeln ungemein, das haben wir gerade schon gesehen. Durch die Feuchtigkeit wird die Struktur der Textilien weicher gemacht und lässt sich mittels Hitze leichter in Form bringen. Mit Wasserdampf bügeln erleichtern nicht nur die Arbeit und geht schneller von der Hand, die Struktur der Textilien wird zudem geschont. Der Wasserdampf bildet einen gewissen Schutzfilm um die sensiblen Fasern und schützt diese vor extremer Hitze. Folglich erhöht sich auch die Lebensdauer der Textilien. Zudem wird die Farbe geschützt und die Grundform der Klamotten bleibt ebenfalls erhalten. Also Sie sehen, viele, viele Vorteile, aber die meisten von Ihnen dürften schon ein Dampfbügeleisen haben, genau wie ich. Und trotzdem habe ich mich jetzt gerade während dieser Sendung entschieden, das wird mein neues Dampfbügeleisen. Weil diese Freiheiten, die man hier hat, natürlich habe ich die Station, klar, aber ich brauche sie nicht. Gucken Sie mal. Bügeleisen weg, ich habe kein Kabel und jetzt kann ich weiter bügeln. Ich stelle es kurz wieder drauf, es wird wieder aufgeheizt, auch der Dampf ist da und kann mein Hemd umlegen. Ja, jetzt hier die Knopfleiste, das hatten wir ja vorhin schon und weiter wird gebügelt. Es ist für mich perfekt und dann diese, ich liebe jetzt schon, diese Keramikplatte, ja, weil das so leicht gleitet, drüber so gleitet, das kann man wirklich sagen. Ich bin Fan von dem Bügeleisen. Ja, das ist der Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber hier, schauen Sie mal. Ich gehe jetzt mal auf meinen schönen Kaschmir-Jankerl hier. Und den möchte ich natürlich auch nur ganz sanft behandeln. Und dann gehe ich auch mit dem Dampf einfach nur drüber. Und ich muss das nicht mal aufs Bügelbrett legen. Ich mache es einfach hier am Bügel direkt und kann einfach nur die kleine bisschen Dampfmenge drauf dämpfen eben, damit es perfekt ist. Und schauen Sie mal, wie glatt das jetzt geworden ist. Und die Fasern, die stellen sich wieder richtig schön auf und es sieht aus wie neu. Also das ist eben auch, gerade bei feinen Produkten, so wie Kaschmir oder Seide, will man das natürlich auch richtig behandeln. Und da ist es schade, wenn man dann falsch dran geht. Aber hier mit so einem Dampfbügeleisen, ne, also auch gerade halt im Stehen am Bügel direkt einfach nutzen. Ich meine, das ist doch ein Traum. Welche Hausfrau möchte das nicht, anstatt immer hier am Brett begrenzt zu stehen und hier nicht mobil arbeiten zu können, das ist doch fein. Das drehe ich mir einfach dann so und da habe ich auch noch, ja, das ist wirklich toll. Dann stellen sich die Fasern wieder auf und man kann wirklich so sehen, oh, dem Stoff gefällt's. Und das ist dann doch auch genau das, was man weiß, dass es man das Richtige gemacht hat. Wenn man dann so eine hochwertige Stöffchen hat, dass man weiß, man hat es genau richtig behandelt. Also man wäscht es ja auch richtig und dann sollte man auch genau so sanft wie möglich bügeln. Und dieser Dampf ist eben auch sehr reinigend, aber auch glättend und effektiv und schnell. Das ist wirklich genial. Und dazu eben kabellos. Aber ich bin auch von dieser Dampfstärke beeindruckt. Ja. Da merkst du es. Jetzt muss ich dir eins sagen, jetzt gerade noch mal mit der Selbstreinigung, die du uns vorhin gezeigt hast. Und Menschen, die viel bügeln, werden das wissen. In Dampfbügeleisen haben wir ja diese kleinen Löchchen. Das ist überall gleich, da kommt der Dampf raus. Aber bei mir gibt es oftmals, gerade wenn ich so einen Dampfstoß mache, kommen Kalkkügelchen raus, ja, weil sich hier Kalk ablagert. Durch diese Selbstreinigung, die du uns vorhin gezeigt hast, ist das ja ausgeschlossen. Einfach nach dem Bügelvorgang kurz, ja, hier rausziehen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich noch weiter bügeln will. Selbstreinigung und dann weiß man auch beim nächsten Mal, dass hier eben keine Kalkkügelchen drin sind. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger weiterer Vorteil dieses tollen Bügeleisens. Genau, das wissen Sie dann auch von Ihrem Zuhause, ob das Wasser bei Ihnen sehr hart ist. Wenn sehr hart, viel Kalk im Wasser, da sollte man das tatsächlich ein paar Mal machen im Monat. Ansonsten einmal im Monat einfach hier entfernen. Dann merken Sie auch hier, das Bügeleisen reinigt sich und dann wissen Sie auch, hey, alles richtig gemacht. Es bleibt weiterhin perfekt zum Arbeiten und das wollen wir halt auch gerade so, diese Kaschmirstöffchen, die sollen halt auch so schön behandelt werden, damit sie auch immer schön aussehen, als wären sie gerade neu und das ist halt perfekt damit. Ne? Hier aus der richtigen Entfernung einmal so drüber dämpfen, drüber fahren und dann sieht es auch wieder aus wie neu und da freue ich mich, weil wissen Sie, wenn man so viel Geld ausgegeben hat für etwas und ein paar Mal getragen und sieht all aus, aber dann kann man es mit so einem Dampfbügeleisen eben direkt wieder so schön machen, dass es neu ist. Ach, das sieht toll aus. Und das halt wirklich, man spart auch Zeit. Das ist ja das Geniale. Und ich habe jetzt gerade das Kabel dran gelassen, aber ich mache es auch wieder ab, den Sockel. Dann mache ich es eben wieder kabellos. Zack, ich arbeite hier wie in der Reinigung. Gucken Sie mal die Stärke von diesen Bügeleisen. Und das Kabel ist gerade ab. So, ich habe drei Hemden gebügelt. Was hast du hinbekommen? Ich habe ganz viel geredet, aber der Vorhang sieht toll aus. Und mein Kaschmirjäckchen und meine Jeans und mein Sporttop kommen. Wir machen einen Deal. Dafür musst du musst das da Abendessen kochen, okay? Das ist ein Deal. Und Sie bügeln in Zukunft wie die Profis oder wie wir hier. Mit viel Spaß. Und das auch noch unglaublich günstig. Ich bin Fan, Sie werden ein Toll. Fan, dessen bin ich mir sicher. Die Bestellnummer ist die NX4999 und die 569. Und dann kommt richtig Dampf in Ihr Leben bzw.
bzw. Dampf ins Bügeln. Ja, und für diesen Preis knapp 28 Euro wirklich ein Riesenhit. Also, greifen Sie zu, machen Sie es wie ich, machen Sie Bügel zum Spaß und nicht mehr zur Last. Und das passiert mit diesem Bügeleisen. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade bewiesen. Und jetzt gehen Sie bitte ran ans Telefon. Der Tank ist immer noch halb voll. Viel Spaß. Wahnsinn.